So, jetzt mein Fall, den kannte ich bisher selber nicht. Habe ich gerade selber hier auf hundefreundlichwirleben.org gelesen. Die Tierhölle Polens, Tierheim Radisi. Das ist wirklich die Hölle. Ich habe den Text durchgelesen. Eine Intervention dagewesene Größenordnung fand am 17.06.2020, also vor genau 4 Jahren. Von langer Hand vorbereitet und unter strengste Geheimhaltung in Tierheim Radisi oberhalb von Warschau Stadt. Involviert und vor Ort waren die Verantwortlichen der zuständigen Staatsanwaltschaft, der Zollbehörde, des Polizeipräsidiums sowie zahlreiche Tierschutzorganisationen und unzählige Freiwillige. Um unserer Leser eine möglichst detaillierte Zusammenfassung dieses Horrorszenarios liefern zu können, stehen wir bereits seit einigen Wochen mit unseren polnischen Mitstreiterinnen in regen Kontakt. Silvia hat uns nun freundlicherweise einen Text ins Deutsch übersetzt. Oh, der von Facebook veröffentlicht wurde, okay. Also, wenn man die Bilder sich anguckt, das ist schon wirklich die Hölle. Jeder kann es mal lesen. Also, was ich jetzt hier sehe, der Hund hängt im Gitter mit seinem Kopf fest, verängstigt, verdreckt. Schön zum Sterben. Also jeder kann sich die auf der Seite, ich verlinke die Seite unten mal im Text, mal durchlesen. Die nächsten albtraumhaften Stunden vergehen, die Hitze erhöht die Infernalität dieses Ortes. Ein Sturm kommt auf und unterbricht unsere Aktivitäten für einen Moment. Dadurch gibt es einen Moment der Ruhe. Facebook läuft heiß. Tausende von polnischen Menschen, auch die, die im Ausland leben, wissen, wo dieser Ort ist, folgen mit angehaltenem Atem auf. Nächste Berichte. Leute aus der Gegend schicken uns Wasser, Kaffee und Essen. Sie unterstützen so viel, wie sie können. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass es in Rumänien wirklich schlimme Tierheime gibt. Und ich bin ja ein paar Mal nach Polen gefahren. Jelenogora, Breslau. Ja, Jelenogora, ein gutes Tierheim, Breslau, öffentliches. Naja. Aber das hier muss hier wohl die Hölle gewesen sein. Stellt sich heraus, dass es 2400 1070 Tiere gibt, nicht 2300 wie gedacht. Die 16 Stunden der Intervention vergeht. Wir betreten die Quarantäne. Schwierig, die Tränen zu kontrollieren, aber wir haben keine Kraft zu weinen. Andere Gruppen, Katalusi, immer noch andere Tiere, viele Sektoren, keine Ahnung, wie können Menschen da arbeiten und da mitmachen? Ich verstehe das nicht hier. Also wirklich, ich verstehe das nicht. Endlich, nach fast 23 Stunden ist es 3 Uhr nachts, absolut alles tut weh. Danke den Leuten. Ein paar Bilder hier. Scheiße. Es gibt noch Hunde in Radius, die niemand will. Es sind auch welche auf der Vermittlung bei hundefreundlichwirleben.org. Jeder soll schon den Text mal durchlesen. Das hier übersetzen ins Deutsche. Insgesamt 19 Tonnen tote Tiere recycelt, also gefunden. Allein 2020 von Januar bis April sind 3,5 bis 4 Tonnen verhungert, gebissen, geschlagen. Massengräber von Hunden und Katzen, tausende Hunde, Katzenskelette. Also, wir sind in der EU. Wie kann es sowas geben? Das sind öffentliches Tier gewesen, weil ich weiß. Also, ich glaube, die Behörden haben erst auf dem ganzen öffentlichen Druck da eingegriffen und dann natürlich viel Show gemacht. Also dank aller Leute, die mitgeholfen haben, gerade auch dem Tierschutzverein Hundefreundlich für Leben e.V. bin ich durch Zufall drauf gekommen. Ach nee. Ich habe hier gesehen, ich wollte gerade einen kleines Video, die Maus habe ich schon, die kleine Maus war Hündin Bianca, kleine Knubbel.
Und die ist gerettet aus der Tierhölle. Das heißt im Endeffekt, die ist 26 zum Tierschutzverein gekommen und ist schon seit 4 Monaten, 4 Jahren Tier. So ein schöner Hund, wie kann so ein schöner Hund, ach, also kein Schäfer mit kurzem Bein, wie kann so ein schöner Hund. Bianca ist nun in Deutschland. Ich mache da gerade ein Video drüber. Aber wie gesagt, wer mal Artikel lesen möchte, ich verlinke das. Also wirklich Tierhölle, habe ich nichts von mitbekommen. Aber es gibt so viel Leid im Tierschutz. Naja, alles klar. Ciao, tschüss.